Wir sind auf der Strandparty von Paper Mario Color Splash angekommen und ja, dann schauen wir mal, was es hier für Probleme gibt, denn irgendwie kommt die Party nicht so richtig in Schwung. Ich sehe da schon ein dreckiger Shy Guy, mein Freund. Kann man dich nicht angreifen? Jetzt reicht's, niemand nimmt mir meinen Strohhalm weg. Doch. Ja, dann geht's gleich mal mit einem Kampf los hier. Und ich hab ja im letzten Part mir ein bisschen mehr Karten gekauft. Und von daher müsste das eigentlich reichen. Boah, haben wir viele Schuhe. Ja. Okay, den nehme ich auch einen einzigen Schuh. Eingefärbt funktioniert ja ganz gut. Oh, und One Hit, okay. So. Es gibt natürlich auch Erfahrung und aus der E3 von damals weiß ich, dass hier hinten irgendwo Luigi sein müsste. Und das scheint hier zu sein, ne? Ne? Doch. Luigi, du bist da drin, komm raus. Okay, dann halt nicht. Später wird er aber kommen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das funktioniert. So, da gibt es auch noch was einzufärben. Also manche Dinge sind richtig fies versteckt, was es einfärben angeht. Ja, sprechen wir mal mit dem, der das Ganze hier führt. Willkommen beim Ozeanfest, Mario. Gleich findet hier auf der Bühne ein super spaßiges Spiel statt. Und dafür brauchen wir noch einen Freiwilligen, machst du mit? Ja. Wusste ich doch, fangen wir an. Ein herzliches Willkommen für Toad und die Toads. Und der erste Programmpunkt ist Pilzsuche. Toad und die Toads verstecken sich hier in der Nähe und Mario muss sie finden. Die Zeit läuft. Okay. Und ab geht's. Ja, wir müssen natürlich Toads finden. Ich weiß allerdings, wo die meisten sind. Ich glaube, alle bis auf einen. Aber... nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß sogar, wo alle sind. Wie gesagt, das hier ist ein Level von damals aus der 3. Ist also nicht direkt blind. Das habe ich damals verfolgt. Wie gesagt, wollte halt die Grafik sehen und das Gameplay halt und... auf der E3, da hat mir das alles zugesagt. Da fand ich das Spiel eigentlich ganz okay. Super geil sogar. Und, oh, da auf der Palme sitzt noch einer. Dann komm mal runter, mein Freund. Da oben auf der Palme war es richtig heiß. Man macht sich nie Gedanken darüber, aber als Kokosnuss hat man es wohl wirklich nicht leicht. Ja. Okay. Naja, Kokos... Nüsse haben dieses Problem vielleicht nicht, weil die liegen ja unter den Palmen, ne? Unter den Blättern. Von daher denke ich mal, dass das den Kokosnüssen nicht so viel ausmacht. So, hier Boden einfärben. Da sitzt einer im Boden. Komm mal raus, du. Da haben wir schon drei gefunden, ne? Fehlen noch zwei. Ich glaube, einer war doch bei der Strandbar, oder? Es war mir jedenfalls so, als würde da jemand sitzen. Und hier ist noch einer. Ja. So ist ruiniert. Okay. Fehlt noch einer. Ja gut, der muss ja dann irgendwo bei der Strandbude sein. Oder wo haben wir noch nicht gesucht? Ja, hinten. Hinten könnte der noch stecken. Ich will die Tür hier aufkriegen. Luigi. Aber ist nicht hier hinten. Wo ist der dann? Der ist aber gut versteckt. Hab ich was übersehen? Hm.
Also ich sehe ihn gerade nicht, ne? Falls ich ihn sehe. Oder sitzt er hier oben? Nö. Nö. Oder kann ich da weiter? Nee, kann ich nicht. Wo versteckt sich der denn? Und wie gut ist der versteckt? Ich sehe ihn ja überhaupt nicht, oder? Ach so, nee, nee. Nee. Finde sie in der Nähe. Na gut, und wo? Ich habe alles durchsucht. Hey, wo ist denn der letzte Toad? Ist einer von euch das? Oder gibt mir jemand einen Tipp? Man braucht etwas Glück, um die grünen Toads zu finden. Ich hab sie alle bis auf einen. Das ist lame. Mario ist ganz irritiert vom Luigi, der dort in der Badewanne sitzt. Da kommen wir nicht rein. Muss man. Ah, warte, muss man irgendwo schneiden? Versteckt sich irgendwo. Wo man schneiden muss, aber wo? Ah, warte, hier sieht's. Nee. Hm. Wo ist denn dieser Toad? Hey? Der ist aber in diesem Bereich, oder? Ja. Nein, ich möchte nicht aufgeben, aber ich weiß nicht, wo der andere Toad ist. Seht ihr ihn? Ist hier nix? Bin ich gerade so dumm? Hä? Ich finde den fünften Toad nicht. Hä? Wo steckt der? Ach, da! Hatte ich doch richtig, aber... Wow, der war gut versteckt. Oh. Prima, du hast alle Toads und die Toads gefunden. Du hast die Pilzsuche gewonnen. Danke fürs Mitmachen. Jetzt kannst du weitergehen mit unserer Hauptveranstaltung. Du bist doch... Ja, ich bin wieder dabei. Und das wäre... Fangen wir an. Mit von der Partie ist unser berühmte Tanzensemble Toad und die Toads. Ohne sie gäbe es kein Toadchen-Spiel. Okay. Ja, einziger. Das ist der Preis. Okay, das ist vermutlich für die VIP-Bar. Ach so, einer der Toads kriegt ihn. Ja, der zerfaltene Toad hat den Schlüssel. Ja, ich bin bereit. Es ist ja eigentlich leicht, ne? Der Schlüssel müsste doch beim zerfaltenen sein. Ja. Hä? Was? Ich hatte die Toads vielleicht... Ah, ich hatte die Toads einfärben. Nee.
Ja. Und diesmal werde ich ihn enttappen. Ich werde ihn nämlich anmalen. So, der zerfaltene Toad kriegt den Schlüssel. Und jetzt habe ich den falschen eingefärbt. Okay, ich färbe alle. Oh nee. Schütteln die das ab? So, fertig. So, jetzt weiß ich aber, wo er ist. Eindeutig der da. Ja. Was für ein Betrug! Ja, ich denke aber auch. Okay, die geben uns jetzt den Schlüssel doch. Auch wenn sie schlechte Verlierer sind. Ja, dann gibt man den Schlüssel nicht demjenigen, der zerknickt ist, ne? Dann gibt man ihn nicht an den Zerknickten. So, und jetzt letzter Test, Luigi. Kommst du jetzt raus? Ach, dann... Ah, warte mal. Jetzt kommt der Typ raus, man kann da aufschneiden. Richtig. Da ist er! Und es gibt 300 Münzen Bonus, wenn man Luigi findet. Oh, ihr seht ihn aber nicht, der läuft einfach weg. Über den Ozean, wohlgemerkt. Okay. Hat sich dieser Kerl etwa verkleidet, damit er so aussieht wie du? Nein, mein Freund, das ist ein bekannter Bruder vom Klempner hier. Mario 2, oder wie er heißt, Green Mario, genau. So, jetzt geht's weiter. Und wir haben noch genug Zeit, also brauchen uns hier nicht zu stressen. Und wir haben auch schon 65% hier eingefärbt. Und übrigens, in den Kommentaren stehen immer geile Tipps von mehreren Leuten. Von daher, top. Also, auch wenn ich es nicht direkt anspreche im Part oder nicht zeige, ich habe jetzt Port Prisma zu 100% gelöst. Da gab es halt zwei Stellen, die ich vergessen habe einzufärben. Und das stand halt nachher auch in den Kommentaren. Und von daher, ja. Also wenn ich nicht immer auf solche Kommentare antworte, liegt das einfach daran, dass es bei mir schon bereits passiert ist, dass ich schon eingefärbt habe oder halt die Zeit nicht direkt gefunden habe, um halt schnell darauf zu antworten. Na, so seid mir da nicht böse, aber keine Angst, alle Kommentare werden von mir zumindest gelesen. Also da nicht beunruhigt sein. So, es sieht fast schon aus, als sei hier das Ende. Kann ich hier noch was machen? Den Regenschirm kann ich aufklappen. Den auch, okay. Dann den doch auch. Ah, der ist nicht eingefärbt. Jetzt sehe ich das auch, okay. Ja, man muss gut schauen, was hier eingefärbt ist und was nicht. Ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen. Und tatsächlich hier ist der nächste Gelbstern. Ja, da kommen wir irgendwie nicht hoch, oder? Ah doch, über die... Ah, das ist tricky. Über die Regenschirme kommen wir zu diesem Stern. Ich werde aber noch sehen, was dort hinten so ist. So, das ist eingefärbt. Oh, und das gibt einen Seriensprung. Das ist natürlich gut. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ist auch nicht so schlimm. Hier kommen wir nicht drüber, oder? Das ist ein lila Toad. Da kann man auch noch aufschneiden. Ja gut, dann auf zum Lila Toad. Die brauchen wir auch noch auf dem Papieroni-Pfad. Vier Stück brauchen wir. Drei Stück müssen wir finden.
Und jetzt gehen wir mal zu diesem Toad. Bin doch sehr gespannt, ob der uns sofort hier Hilfe leistet. Was ist das denn? Hä? Oh, neues Feature. Schön. Geil. So, dann ziehen wir hier mal an dem Strick. Und ich glaube, wir haben die 100% gelöst. Eine Brücke, meine Rettung. Lila Rettertoad Nummer 3, bereit zum Einsatz. Und jetzt muss ich sofort zum Papyroni-Pfad mich melden. Okay. Ja, wir gehen auch gleich dorthin. Allerdings werden wir mit dem Gelbstein erst abhuschen. Ein gelber Stern. Und ich denke, wir haben wirklich alles eingefärbt. Also, ich sehe jedenfalls nichts mehr, was von Bedeutung zu sein scheint. Hier auch nicht. Der Zaun ist auch eingefärbt. Bei Weiß ist halt immer so das Problem, ne? Da weiß es halt nicht sofort, aber das hat halt Konturen. Und daher denke ich, ja, wir sind durch. Mal schauen, ob wir die 100% haben oder ob irgendwo so ein kleiner Fleck wieder versteckt war, den wir nicht gefunden haben. Die Schlüsseltoads müssten wir auch irgendwann mal finden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die sind, aber ich glaube, in den Kommentaren stand auch eine Quest, aber ich wollte die halt noch nicht lesen. Aber ich glaube, die Schlüsseltoads finden wir eh noch. Oh, sieh mal. Jetzt haben wir schon zwei Bereiche im gelben Platz. Und tatsächlich fehlt uns ein kleiner Fleck. Ja gut, dann müsst ihr mir schreiben, wo der genau ist. Und wir haben Post. Dann lesen wir mal, was oder wohin die Post uns führt. Da stehen halt immer gute Tipps drin. Und falls ihr euch fragt, welche Stellen waren es. Es war hier. Diese Säule war weiß. Und da oben an diesen Drehdinger war auch noch was weiß. Das waren die 2%, die mir gefehlt haben. So, Postamt. Ob das der lila Toad jetzt ist, der was geschrieben hat? Nein, Luigi. Hallo, großer Bruder. Ich bin's noch einmal, Luigi. Du weißt schon, dasselbe in grün. Hast du dir schon mal Beschreibung auf den Dingskarten durchgelesen? Ich weiß ja, du brauchst das eigentlich nicht, aber vielleicht erfährst du etwas darüber, wo man sie einsetzen kann. Oh, okay. Kann man ruhig mal machen. Weil die Dingse kann man in der realen Welt einsetzen. Wo ist denn einer? Hier, da. Dings-Zitrone. Sorgt unverweigert. Nee, da steht aber nichts Interessantes. Nee, da steht aber nichts drauf, wo man die einsetzen könnte. Hilft mir jetzt nicht weiter. Wir haben eigentlich noch Zeit zur Weltenkarte. Ich schau mal, wo ich diese. Ah, der Schatz, oder? Ist es der Schatz? Boah, ich weiß das jetzt gerade nicht. Und hier gibt es ein neues Turnier, oder? Man kann übrigens bei der Schnick-Schnack-Knuck-Arena rausfinden, was die Gegner einsetzen werden. Also, das stand auch in den Kommentaren. Aber da gewinnt man halt Dings kopieren und Münzen. Mehr nicht. So, dieser Toad scheint noch irgendwie ein Problem zu haben. Ah, es ist auf Grund gelaufen. Das müssen wir uns ansehen. Vermutlich können wir da. Ah, es sehen. Können wir da irgendwie schneiden? Ja, vermutlich schon von hier. Dann retten wir den. Yo. Quatsch nicht rum, ich mach das schon. Da ist eine gerade Linie. Ich denk mal, das geht. Ah, ne, da hinten der Berg. Okay.
Fließt jetzt das ganze Wasser dort rein, oder was? Ah, da kann man eine Karte einsetzen. Ja, war das schon der Tipp? Weil dann würde ich den Ventilator reinknallen. Der scheint da reinzugehören. Der wird ihn halt wieder an Land pusten. Ich hoffe, das klappt. Ja, das scheint richtig gewesen zu sein. Jetzt kommt wieder dieser geile Dingshumor. Oh Gott, Tsunami. Kommt der näher? Ja, ich glaube schon. Oder war das... Oh Gott, das... Ups. Geil. Ein Schlüsseltoad. Dann haben wir ja wieder einen gefunden. Aber hallo. Einen Moment lang sah es nicht gut aus. Okay, diese Toads haben immer einen bestimmten Charakter und unterscheiden sich von anderen. Und jetzt kommt auch noch ein Tsunami. Ah ja, richtig, aber die haben irgendwie so mächtige Fähigkeiten. Und der kann... Ja, okay, also haben wir auch noch einen weiteren Schlüsseltod gefunden. Würde ich sagen, ist ein angenehmer Part. Fehlt noch einer. Den werden wir vermutlich im gelben Bereich finden. Ich gehe mal stark davon aus. Rot haben wir halt im roten Bereich gefunden und gelb, blau im blauen und gelb wird vermutlich im gelben auch stecken. Ne? Wir sind auch im blauen durch und im roten. Da haben wir alle Level durch. Ja, Freunde, dann bis zum nächsten Mal bei Paper Mario Color Splash. Daumen hoch, wenn euch der Part trotzdem gefallen hat. Und bis demnächst. Tschüss.